So, mein Unboxing-Video zum HTC U12 Plus habt ihr ja schon gesehen. Nun wollen wir uns mal angucken, was das neue Flaggschiff des Herstellers im Benchmark schafft. Dafür habe ich mir die beiden gängigsten Benchmarks heruntergeladen, und zwar den Geekbench und den AnTuTu. Und dann wollen wir mal loslegen. Einmal entsperren. So, wie ihr seht, ist keine andere App im Hintergrund am Laufen. Und dann wollen wir einfach mit dem AnTuTu beginnen. Na, irgendwelche Werbung gewesen. So. Und dann starten wir den Test. Und los geht's. So. Während der Test läuft, werde ich jetzt ein bisschen vorspulen gleich und dann bin ich gleich wieder für euch da. Scheint, der Test hat abgebrochen. Dann starten wir einfach mal den Geekbench. So, und da bin ich auch schon wieder und hier haben wir das Ergebnis. Und wie ihr seht, das HTC U12 Plus kommt im Single-Core auf 2381 Punkte und im Multicore auf 8904 Punkte. Single-Core bin ich doch ein bisschen überrascht, dass es ein bisschen weniger ist, aber im Multicore zeigt das neue Flaggschiff, was es drauf hat, knapp 9000 Punkte sind ein Wert, der einen Platz ganz oben in der besten Liste sichert. Zwar jetzt nicht die Spitzenposition, aber man ist unter den Top 10 auf jeden Fall oder Top 5 sogar. Wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwo... Genau. Your Device, hier steht zwar jetzt als Vergleich nur das S7 oder S7 Edge und Note 7, aber es ist deutlich schneller als die Konkurrenz und vermutlich auf dem gleichen Niveau, vielleicht sogar ein bisschen besser als... das Galaxy S9 oder das OnePlus 6. Hier braucht ihr also im Alltag keine Befürchtungen haben, dass ihr zu wenig Power habt. Dieses Teil, das HTC U12 Plus, hat genügend Power für alle Lebenslagen. So, und nun habe ich es doch noch hinbekommen, dass sich der AnTuTu zum Testen bewegen lässt. Also wollen wir das auch nochmal fix durchlaufen lassen. Ich starte den mal und los geht's. Thank you.
So, und da bin ich auch schon. Und wie ihr seht, das Gerät kommt hier auf 257.418 Punkte. Ist ein richtig, richtig, richtig guter Wert. Also im Alltag werdet ihr keine Probleme haben, was die Performance betrifft. Da werdet ihr nie den Hauch eines Problems bekommen, um irgendwie Verlegenheit zu kommen. Hier habt ihr wirklich Power satt. Okay, ein 845 und 6 GB RAM. Das sollte man auch denken, dass man damit ganz vorne an der Spitze liegt. Und wie ihr seht, hier in der besten Liste ist das HTC U12 Plus auf dem ersten Platz. Ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, weil dort noch das OnePlus 6 fehlt oder das Galaxy S9, S9 Plus und so. Aber auch diese sind nicht viel schneller. Und wenn da mal so 5.000 bis 10.000 Punkte Unterschied sind, das fällt im Alltag gar nicht auf. Ja, wie ihr seht, das HTC U12 Plus ist im Alltag über jeden Zweifel erhaben, was die Geschwindigkeit betrifft. Hier werdet ihr keine Probleme bekommen und könnt bedenkenlos zugreifen, gerade wenn ihr so gerne Games auf dem Smartphone zockt, da habt ihr überhaupt keine Probleme. Das soll es wieder gewesen sein mit meinen Benchmarks zum HTC U12 Plus. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.